Hä? Was macht er denn da? Wo läufst du hin? Wow, was ist jetzt los? Was war das für ein Geräusch? Katztastisch! Begrüße ich euch zu einer neuen Folge von Pikmin 3 Deluxe. Hier auf Katze. Es geht weiter zur Fluss der Veränderung. Wir haben in der letzten Folge wieder Brücken gebaut, Felsen kaputt gemacht und uns so einen Weg geebnet, damit wir hoffentlich heute endlich den verschollenen Astronauten retten können. Also unsere drei Kollegen hier sind schon bereit. Und wie ihr sehen könnt, regnet es heute auf dem Planeten. Ja, schwere Wetterbedingungen. Hoffentlich klappt hier alles. Aber mit genügend Pikmin am Start sollte das doch hinhauen. Muss mal gucken. Ich weiß gar nicht, wie ich mir das wieder einteilen soll. Nehmen wir mal 30, 30 und hier 20. Dann habe ich 100 Stück. So, Freunde, komm mal mit. 100 Pikmin am Start. Alle mit einer Blüte. Das heißt, nur die Besten der Besten habe ich am Start. Und ich möchte jetzt hier rüber. Dazu nehme ich folgende Abkürzung. Meine Lieben, hier kommt noch der Hinweis, wenn euch Pikmin gefällt, hinterlasst einen Daumen hoch und abonniert Katze. So verpasst ihr auch in Zukunft keine spannenden, lustigen und lehrreichen Abenteuer mehr. Wo muss ich jetzt hin? Ich muss einfach nur zur Brücke. Und die Brücke, die ist gleich hier. Oh ja, ja, wir sind kurz vor der Brücke. Jetzt geht's los. Jetzt wird spannend. Was wird passieren, wenn wir da oben sind? So. Oh nein, jetzt steckt da einer fest. Hey, mitkommen, mitkommen. Warum steckst du da jetzt fest? Hey, Flügel-Pikmin. Jetzt klappt das. Irgendwie wollte der gerade eben nicht ganz so mitgehen, wie ich mir das vorgestellt hatte. Aber gut. Eieieiei. Jetzt müssen wir hier noch sogar einmal drumherum zu diesem Baumstumpf nach oben. Captain Olimar, halten Sie durch. Da vorne ist er. Endlich haben wir ihn. Was ist denn jetzt los? Oh, ganz böse Wespen. Sind das Wespen? Komische Dinger. Hey, lass den in Ruhe. Oh. Was bist du denn? Du hast eine Harfe. Was bist du für ein komischer Gegner? Hey, kannst du den mal bitte in Ruhe lassen? Helfen wir Olimar. Lass die Flügel-Pikmin eine Bresche in die Dornissen schlagen, um angreifen zu können. Okay. Also immer schön in Bewegung bleiben, meine lieben Freunde. Und liebe Flügel-Pikmin, macht euch mal bereit. Jetzt seid ihr auf jeden Fall am Zug. So, vor allem die ganz kleinen Wespen, die schützen ja auch dieses große Ding. Achtung, oh, was planen die denn da? Achtung, 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 Achtung. Da ist es meine Chance, gleich zuzuschlagen. Alle mal herkommen, alle mal herkommen. So, und jetzt schnell, 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 schnell. Zieht das Ding runter, damit die Steinpigment hier... Ja, genau, jetzt alle. Volle Kraft voraus. Das war ziemlich gut. So, zurück, zurück, Rückzug, Rückzug. Rückzug, Freunde. Rückzug, Flügel-Pikmin, Achtung. Was machst du denn da hinten? So, sind jetzt alle beisammen. Wo fliegst du denn hin? Oh nein, der eine hat noch gekämpft und hat verloren. So, Achtung. Jetzt kommt gleich wieder eine Formation der Wespen, glaube ich zumindest. Okay, Flügel-Pikmin. Macht euch gleich mal auf den Weg, okay? Los geht's. Attacke. Sehr gut, sehr gut. Immer schön angreifen. Aber Rückzug, Rückzug. Jetzt planen die etwas. Die planen irgendetwas. Achtung. Oh. Wie eine Staffel, die uns jetzt attackieren wird. Okay, okay. Immer schön in Bewegung bleiben. Nicht treffen lassen, nicht treffen lassen. Perfekt, perfekt. Jetzt aber schnell, jetzt aber schnell. Flügel-Pikmin, zieht das Ding wieder runter. Okay, und jetzt volle Pulle. Alle drauf, alle drauf. Ich glaube, so schnell habe ich einen Gegner noch nie besiegt. Ich habe alle rübergeschmissen. Volle Kanne. Und so viele Gegner liegen jetzt rum. Und unser Astronaut. Ist das Captain Olimar?
Er bewegt sich nicht. Wir müssen ihn zu Drake bringen und ihn verarzten. Eieieiei. Ja, mir wird's auch nicht gut gehen, wenn mich so eine große Bande attackieren würde. Flügelpigmen meine ich. Transportiert mal dieses große Ding hier ab. So, ja, die kleinen Dinge eigentlich noch nicht, aber gut. Okay, macht ihr mal das hier. Ja, und eigentlich könnt ihr euch verteilen. Jeder soll was mitnehmen. Alle mal verteilen, jeder nimmt was mit. Das sind wertvolle Ressourcen, die wir hier bekommen. Wir kriegen mit Sicherheit mindestens ein, zwei Pigmen hier. Oder sage ich, sag mal ein Pigmen pro Wespe, die wir hier einsammeln. Deswegen, alles zählt, ja? Und bitte alle der Reihe nach. Nicht drängeln, ja? So, schön verteilen. So, sind jetzt alle verteilt? Anscheinend schon. Gut, so macht ihr das gut. Weiter so. Da bin ich richtig stolz auf meine Bande. Hier wird alles abtransportiert. Wie cool das ist. Das ist so cool. So, Charlie, bleib du mal hier oder... Nee, wobei, geh du mal zurück zu Drake. Überprüf du mal, ob auch alles wirklich sicher ankommt. Tja, Brittany. Jetzt sind wir alleine hier. Wir können allerdings nichts abtransportieren. Ja, Pustekuchen. Brittany, warte mal ganz kurz. Ich überprüfe das. Hier, wie eine Schlange. Ganz langsam, Freunde. Nichts überstürzen. Immer schön langsam. Das sieht so cool aus. Hier die große Frucht. Vorne wird irgendwie noch das komische große Insekt transportiert. Alles kommt ans Ziel. Wo ist denn das Insekt? Ach, schon da vorne. Ja, die anderen kommen nicht so gut voran, weil die Schlange etwas blockiert wird von der großen Frucht, von der Birne. Aber durch den Abtransport hier kriege ich nach und nach wieder meine einzelnen Pigmen zurück. So. Ich meine, alle Pigmen sind jetzt beschäftigt. Das heißt, ich kann gerade parallel nicht unbedingt so viel machen. Zumal ich ein paar Pigmen nochmal zurückschicken möchte. Damit wir nochmal den Rest abtransportieren können. Wo sind denn die anderen? Stecken die irgendwo fest? Ah ne, ich höre sie auf jeden Fall. Die sind, glaube ich, auf dem Weg. Habt ihr eigentlich auch den Alf dabei? Wird er auch abtransportiert? Ich sehe den gerade nicht. Aber irgendeiner muss auch den Astronauten am Start haben. Also nicht Alf, ich meine Captain Louis, beziehungsweise... Ja, wir nennen ihn Olima jetzt noch für die Geschichte. Aber es ist eigentlich Louis. So, rein. Alle, die... Ja, aber mach das ruhig fertig da drüben. Genau. Habe ich jetzt schon genug? Flügel... Wobei, ich könnte sogar noch eine Frucht, glaube ich, zurückholen. So, wobei, reichen die ich jetzt habe? Ich hoffe mal. Muss ich mal gucken. Ich könnte aber mit Olima trotzdem noch ein bisschen was erforschen oder alternativ zurück zur Basis, denn wir brauchen ja nicht so viele Leute da drüben. So, neue Frucht erhalten und, oh, Objekt geborgen. Und das ist bestimmt Louis. Oh, da kommt eine Nachricht von der Drake. Ja, gleich mal nachsehen, was die Drake so zu sagen hat. Analyse wird durchgeführt. Können wir sogar Menschen analysieren? Außerirdischer von Hokotate. Lebensform befindet sich in künstlichem Tiefschlaf. Er weiß, wo unser Überlichtschlüssel ist. Ja. Hoffentlich wacht er bald auf. Das wäre nicht schlecht. Denn ohne Überlichtschlüssel können wir nicht zurückkehren. Aber ich werde auf jeden Fall, bevor ich den Überlichtschlüssel suchen werde oder finden werde, sage ich mal, vorher noch alle Früchte einsammeln. Hier in Pigment 3. Also wir spielen es sozusagen zu 100%. Zumindest was Früchte angeht. Ich werde vielleicht nicht alle Hinweistafeln suchen. Außer die begegnen mir so auf dem Weg. Aber alle Früchte werde ich einsammeln.
Wir brauchen ja genug Nahrung für unsere Freunde in Kopai. Oder PNF 404 oder Hokotate, wo auch immer wir am Ende hin müssen oder hinwollen. So, was gibt es denn noch so Schönes zu entdecken? Hier gibt es bestimmt hier und da noch ein paar Früchte. So, allein da drüben ist noch eine Frucht. Aber alles mit der Zeit. Ich will erstmal in die Richtung laufen. Und wir müssen parallel noch unserem Freund da unterstützen, nämlich Captain Charlie. So, von euch brauche ich nicht mehr so viele. Aber Transport-Pigmen, also Flügel-Pigmen, die lohnen sich auf jeden Fall. Alle mal mitkommen, alle mal mitkommen. So, wir haben eine Orange. Wir haben da drüben noch eine Frucht. Ich kann mir vorstellen, dass man diese ergattern kann. Die Orange ist ja im Wasser. Oh, 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 oh. Hier sind ja auch noch ein paar Gegner. So, da mal volle Kraft voraus, Freunde. Gut gemacht. Und hier auch noch. Perfekt, perfekt. Ja, wenn ihr wollt, könnt ihr das abtransportieren. Und für mich geht's jetzt rüber. Charlie scheint auch schon angekommen zu sein. Zu dem muss ich gleich wechseln. Aber ich muss noch hier ein bisschen was erledigen. Also muss ich nicht, aber ich will ja möglichst zeiteffizient hier arbeiten. So, erstmal Charlie. Und liebe Brittany, verteilt euch mal, sammelt die restlichen Insekten ein. So, hier haben wir noch 1, 2, 3. Da noch. Hoffentlich habe ich jetzt noch genug. Mein Gefühl sagt mir, dass ich zu wenig Pigmen mitgebracht habe, oder? So, da ist auf jeden Fall noch einer. Ansonsten haben wir hier alles erledigt. Da vorne am Eingang sind noch viele. Am Eingang, Ausgang, wie auch immer. Und werden jetzt alle abtransportiert? Nein! Zwei oder drei Gegner fehlen mir noch. Ist jetzt auch nicht die Welt, aber trotzdem hätte man schon komplett einsammeln können. Okay, Charlie, komm, lauf du nochmal zurück zur Basis. Und mit Alf suche ich jetzt noch nach weiteren Beeren. Macht ihr das mal, okay? Klappt das überhaupt? Ihr seid nicht so stark. Ja, doch, das klappt. Rein theoretisch klappt das. Ich guck mal weiter. Ah, das war die Stelle. Oh, nein. Da bräuchte ich eine Mitstreiterin. Nein, 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 nicht ins Wasser, nicht ins Wasser. Raus hier, raus hier, raus hier. Ja, ich bräuchte blaue... Nein, ich brauche keine blauen Pigmen. Ich brauche Felspigmen, Steinpigmen. Aber auch noch die Hilfe von einem Freund. Bloß nicht ins Wasser gehen, ja? Oder ich mache das einfach so. Kriegt es auch alleine hin. Bevor ich da jetzt Hilfe anfordere. Könnt ihr das außenrum transportieren? Ja, könnt ihr, oder? Nicht, dass ihr da runterfallen solltet. Vorsicht, Vorsicht. Oh, klasse habt ihr das gemacht. Das nenne ich mal Teamarbeit. So, alle mal herhören. Charlie ist auch wieder schon zurück bei der Drake. So, theoretisch brauchen wir noch Supersaft. Superbeeren. Für die richtig starken Kämpfer. Oh, nee. Oh, habe ich die noch gerettet? Ich glaube schon. So, Charlie, ich komme gleich zu dir. Ich kümmere mich gleich um deine Aufgabe. Ich möchte das hier noch ein bisschen regeln. Damit das alles hier Hand und Fuß hat. So, und wir können rein theoretisch nochmal zu der Stelle, wo Brittany ist, also wo der große Endgegner war, um da vielleicht noch ein oder zwei Gegner abzutransportieren. Können wir mal machen. So, in der Zwischenzeit. Hoppsala. Brittany. Bei dir sind keine weiteren Pigmen angekommen. Du bist ganz alleine hier. Du könntest eigentlich auch mal was Nützliches machen. Guck du dich mal noch ein bisschen um. Also es gibt auf jeden Fall noch die Birne auf der Karte, die ich mir holen kann. Da ist allerdings eine massive Wand. Da bräuchte ich wohl erstmal Pigmen mit Bomben. Ich weiß ehrlich gesagt jetzt nur nicht, wo es Bomben gab. Habe ich schon länger nicht mehr gesehen. So, ihr seid mit dem Abtransport hier beschäftigt. Okay, das ist gut.
Komm mal rüber, meine Freunde. Oh, wo suchen wir denn jetzt? Ja, im Wasser gibt es auch noch Früchte, aber die kann ich ja noch nicht holen. Zumindest noch nicht zu diesem Zeitpunkt. Mir fehlen ja noch die letzten Pikmin. Und das sind die blauen. Die können, wie schon oft in den Videos erwähnt, die können nämlich unter Wasser atmen und durch Wasser laufen. So wie die roten Pikmin feuerresistent sind, sind die Wasser-Pikmin sozusagen, also die blauen Pikmin sozusagen, wasserresistent. So, hier ist die Birne. Wir haben aktuell keine Bomben. Und wir haben hier einen Haufen Gegner, die da leben. Und die müssten von mir auch mal abtransportiert werden. Beziehungsweise erstmal besiegt werden im ersten Schritt. So, wir sammeln dann einfach mal weiterhin diese leckeren Bärchen. Denn die ergeben ja einen super wichtigen Saft für uns. So, dass wir... Ja, wir haben nicht mehr viel Zeit. Wir haben noch einen Vierteltag. Aber nein, irgendjemand ertrinkt da wieder. Wieder komisch geworfen meinerseits. Aber dass wir das nochmal richtig nutzen. So, jetzt haben wir wirklich hier oben alles abtransportiert. Irgendwo stecken Pikmin. Fest, ja, ich weiß. Alf hat welche ins Wasser geworfen. Dieser Tollpatsch. So, dubi-dubi-dai. Ich kann mal vielleicht meine liebe Freundin unterstützen. Im Kampf gegen diese Horde. Vielleicht hat die Horde ja irgendwas zu bieten. Etwas, was ich noch nicht gesehen habe. Müssen wir ausprobieren. Hier bleibt nichts unausprobiert. So oder so ähnlich. Aber da drüben ist auch noch eine Frucht. Vielleicht kann ich da was herausfinden. Doch, das ist doch eine Frucht zum Rausziehen. Ja, natürlich. Die nehme ich mit. Die nehme ich auf jeden Fall mit. Ja, das lohnt sich. Und da sind Bomben. Boah, der Zufall will es, dass ich doch noch Glück habe im Spiel. Jetzt müsste ich die Bomben nur noch schnell zu unseren Freunden vorbeibringen. Die würden sich freuen über diese kleine Ausbeute. So, vorsichtig. Immer schön die Beeren transportieren. Jetzt muss ich auch mal überlegen. Viel Zeit habe ich natürlich auch nicht mehr. Es muss mir jetzt alles gelingen. Alles. So, komm mal mit. Ich würde jetzt gerne in den Kampf gehen. Gegen die Rabauken da vorne. In der Hoffnung, dass das dann auch so funktioniert. So, mal sehen. Ah ja, ich mache mir da schon Sorgen, dass das jetzt nicht ganz hinhaut. Aber gut. Achtung, meine Freunde. Seid vorsichtig. So. Okay. Soweit, so gut. Pass aber bitte auf. Nichts überstürzen. Und jetzt volle Kanne voraus, Freunde. Eieiei, das ist echt schwer. Das war unfair. Ja, okay, aber ich hätte vielleicht mal Felspikmin mitnehmen sollen. Nein, nicht abtransportieren. Da sind auch noch genug Gegner. Oh Mann. Oh, die kommen die da raus? Nee. Wobei, mit gezielten Treffern kann man die echt schnell besiegen. Jetzt haben wir alle besiegt, glaube ich. Irgendwo stecken Pikmin in Schwierigkeiten. Aber wo denn? Können wir die noch abtransportieren? Hallo, Alf. Du hast Bomben mitgebracht, richtig? Ja, dann schmeiß mal die Bomben gegen dieses Ding. Warum haben wir nur zwei Bomben? Wir brauchen doch drei für die Wand. Oh. Wir hätten bestimmt noch die Birne bekommen. Aber nein. Schaffen wir wohl nicht mehr in dieser Folge. Außer aber die Flügelpikmin kommen trotzdem irgendwie da durch. Na, wahrscheinlich nicht. Ich transportiere erstmal hier alles ab. So klappt das hier, Freunde. Alles mitnehmen, was möglich ist, okay? So, jetzt kommt schon. Ihr müsst euch doch gegenseitig hier unterstützen. So, ihr auch noch, okay? So, das sind nochmal wertvolle Gegner, die wir hier bekommen. Die uns nochmal ein paar Pikmin beschweren werden. Oder bescheren, nicht beschweren. Bescheren natürlich. So, ihr seid noch hier beschäftigt.
Okay, aber jetzt nicht mehr viele abtransportieren, okay? Der Tag ist fast um. Wir müssen uns jetzt darauf fokussieren, dass wir demnächst mal zurückkommen. So, ja. Warum gibt's da keine Bomben mehr? Okay, wir müssen auf jeden Fall an einem anderen Tag die letzten, die letzten Bomben einsammeln, um dann diese Wand zu sprengen. Ansonsten habe ich ja gar keine Chance. So. Okay. Perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Und da hinten ist noch ein Felspigment, ganz fröhlich. Hallo, ich komme auch noch. Ich komme auch noch. Wartet auf mich. So, sind jetzt hier keine mehr? Ich hoffe es. Oh, 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 oh. Wir müssen auf jeden Fall zurück zur Basis. Wir müssen auf jeden Fall zurück zur Basis. So. Ansonsten ist hier hoffentlich alles erledigt. So auf dem ersten Blick zumindest. Da ist nichts mehr. Da kann ich nichts mehr anvisieren oder sehen. Aber dann erstmal zurück zur Basis. Wie geht's Brittany so? Ja, Brittany, ruf alle zurück. Das bringt jetzt gar nichts mehr. Wobei, soll ich es nochmal versuchen? Ja, aber die letzten, okay? Mehr nicht, mehr nicht. Alle anderen, die jetzt hier auftauchen, die muss ich zurückbringen. Oder die muss ich davon abhalten, zu Drake zu laufen. Charlie und Oliver... Oliver. Wie komme ich auf Oliver? Wegen Olimar wahrscheinlich. Charlie und Alf sind ja auch auf dem Rückweg. Und da ist noch einer. Hallo, hier drüben. Ich komme jetzt auf einem Rosenblatt. Ja, hallo, Felspigman. Hey, zurück, 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 zurück. Spring rüber. Nein. Und ich komme auch nicht mehr zurück. Oh, ich muss noch mal eine extra Runde drehen. Ich bin angekommen. Ja, das wissen wir. So. Kommt mal alle mit. Wir haben 83 und 17 sind irgendwo auf dem Feld. Okay, Alf, geh du mal nachsehen, wo die anderen sind. Also einer ist da drüben. Ja, da drüben kämpfen noch ein paar. Mit der Frucht. Freunde, wir haben schon genug erreicht für heute. Okay, du bist der Letzte, ja? Mehr aber nicht, mehr aber nicht, mehr aber nicht. So, haben wir jetzt alle. Ich habe 2. 100 sind aber auf dem Feld. Flügelpigmen, beeil dich! Bring das noch zurück. Ja, bring das zu Drake oder wo auch immer. Ja, genau. So, okay, stopp, 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 stopp. Eieieiei, keine Ahnung. Irgendwo fehlt uns noch was, oder? Keine Ahnung. Oh, ich habe irgendwelche entdeckt. Ah, ich habe wieder nicht drauf geachtet, dass ich wirklich auf mein Radar schaue, um alle Pigmen mitzunehmen. So, geht mal bitte in eure Basis rein, in eure Zwiebel. Wir haben auf jeden Fall einiges heute erledigt. Wir haben Früchte gesammelt, wir haben den Astronauten... ja, gerettet. Wir haben diese große Biene besiegt, die große Hornisse oder... ja, eine Hornisse war das eigentlich. Habe ich so viele verloren? Wo habe ich die denn alle stehen lassen? Oh nein, meine lieben Pigment-Freunde. Es tut mir leid. Nee, es tut mir wirklich leid. Es war natürlich keine Absicht, dass ich euch so einfach stehen lasse. Wir haben etwas Neues entdeckt. Ich bin schon auf den Geschmack gespannt. Ja, und ich erst. Kerntresor. Der wird erstmal verarbeitet. So. Sehr gut. Noch mehr. Also ich muss sagen, immer wenn man hier das Abschluss, also den Abschluss sieht, dann kriegt man irgendwie Lust auf Säfte. Orangensaft, Multivitaminsaft, Johannisbeernektar, Litschisaft, alles mögliche. Gekrönte Kugelbeere. Sehr gut. Wachmacherknolle. Ja, wir haben schon ordentlich gesammelt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und da bin ich ja richtig stolz auf uns. Boah. Dann lassen wir es uns mal schmecken. Theoretisch können wir sogar 3 trinken, dass jeder eine ganze Flasche für sich bekommt. So viele, wie wir haben. Unsere Vorräte müssen noch ein Weilchen reichen. Na, hoffentlich. Tag 12. So. Ja, ein bisschen was erledigt. War doch ganz gut.
Jetzt gibt's den Bericht. Endlich gelang es uns, Captain Ulima von Hokutate, der wahrscheinlich etwas über den Verbleib unseres Überlichtschlüssels weiß, zu retten. Zwar ist er nicht ansprechbar, doch die noch vorhandenen Lebenszeichen deuten darauf hin, dass er wohl nur in einen Schlafzustand versetzt wurde. Da er nun in Sicherheit ist, sollte er bald wieder zu sich kommen. Alf. Ja, lieber Alf, danke für den Tagesbericht. Jetzt bin ich aber mal gespannt, wann der Astronaut aufwacht. In dieser Nacht. Captain Ulima, er scheint nicht aufzuwachen. Irgendwie verständlich. Er hat ja auch einiges mitgemacht. Aber wir müssen von ihm wissen, wo unser Überlichtschlüssel ist. Ja, nur so können wir wieder nach Kopai zurückkehren. Wie wäre es denn, wenn wir uns nach all den Strapazen erstmal ausruhen? Gute Idee. Es besteht durchaus die Chance, dass er morgen aufwacht und dann sollten wir fit sein. Genau. Gehen wir schlafen. Am nächsten Morgen. Mal sehen, was jetzt noch passiert. Es wird spannend. Hä? Was macht denn der? Wo läuft denn der hin? Was war das für ein Geräusch? Hä? Warum sind wir gelandet? Was ist da passiert? Oh nein! Ulima ist weg! Und ihr Entchen auch, Captain! Was? Mein Entchen? Und das ist noch nicht das Schlimmste. Er hat unsere gesamten Vorräte mitgenommen. Wie verfressen kann man eigentlich sein? Los, hinterher! Nicht dein Ernst, hat er wirklich all unsere Vorräte, alle Früchte? Oh, wir haben jetzt gar keine Früchte mehr. Wir müssen jetzt unbedingt Früchte sammeln und den Astronauten finden und das alles gleichzeitig. Oh, oh, na toll, meine Lieben, danke fürs Zusehen. Es geht spannend weiter in der nächsten Folge. Auf der rechten Seite findet ihr Videovorschläge. Tippt damit euren Finger drauf und ihr kommt zu den Videos. Und nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Tippt dazu links auf das Katzensymbol und dann auf Abonnieren. Schon seid ihr Teil der Community. Na dann, bleibt katztastisch!